Hallo meine lieben Dinosaurierfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Wir haben das letzte Mal eine der wichtigen ersten Missionen im Tutorial abgeschlossen und $1 Million damit verdient. Und jetzt können wir auch noch eine Sturmabwehrstation bauen, aber mal gucken, was uns als nächstes hier für Aufgaben erwarten. Der Edmontosaurier, wie süß. Jetzt muss ich hier irgendwas mit dem Betriebsgebäude machen. Neu. Sturmabwehrstation. Bietet Gebäude in der Nähe Schutz vor Wetterschäden. Entschuldigung. Kostet 100.000. Keine Ahnung, warum das jetzt Schutz bietet. Aber, das ist dann hier quasi dieser Einzugsbereich. Klingt eigentlich nach einer vernünftigen Position. Bauen wir jetzt halt einfach mal. Habe ich jetzt keinen Stress mit. Müssen wir lediglich anschließen. So. Und damit ist das Ding hier angeschlossen. Naja, fast. Gut, was müssen wir als nächstes machen? Wir haben Gäste. Schutzraum. Bietet Inselgästen Schutz vor Stürmen und ausgebrochenen Dinosauriern. Hotel. Hotels erhöhen die Besucherkapazität der Insel, wodurch mehr Gäste im Park übernachten können. Souvenirladen. Der führende Souvenirladen von Jurassic World bietet Gästezufriedenheit. Die Preise und das Personal können an die Gegebenheiten des Parks angepasst werden. Fastfood-Restaurant, okay. Bin trotzdem mal gespannt, was ich jetzt als nächstes tun soll. Also, wir werden schon irgendwie geleitet, aber auch irgendwie nicht so schnell. Sturmabwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Nützlich, was? Ja, auf jeden Fall. Auf vielen Inseln toben häufig heftige Tropenstürme, die ihre Anlagen schwer beschädigen können. Sturmabwehrstationen sind die Belohnung für das Abschließen der Missionen der Sicherheitsabteilung auf der Isla Mantaceros. Sturmabwehrstationen schützen die umliegenden Gebäude vor Sturmschäden. Ja, wie auch immer die das tun. Wahrscheinlich mittels Magie oder sowas in der Art. Gut, ich kann ja wahrscheinlich auch wieder forschen. Komm, wir forschen jetzt einfach mal. Sind wir mal so forschen mal. Hier haben wir keine Gegenstände für Gehege. Elektrische Zäune. Wäre vielleicht mal sinnvoll. Wir forschen jetzt mal elektrische Zäune. Dauert eine Weile, aber ich denke, das wäre ganz sinnvoll. Oh! Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Ja, bis jetzt ist, glaube ich, niemand da. Aber egal. Wenden Sie ein ACU-Nachladetempo... Was? Wenden Sie ein ACU-Nachladetempo 1.0 Upgrade auf ein ACU-Zentrum an. Okay. Warum auch immer ich das tun soll. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge Informationen. Bla bla bla. Alles schön und gut. Wie soll ich denn das jetzt hier anwenden? Hallo? Ach, kaufen. War es das jetzt schon? Ja. Danke für Ihre Hilfe im Unterhaltungssektor. Warum ist das jetzt Unterhaltung? Ich kann die Skins wechseln. Ja, kann ich nicht. Okay. Und du? Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Was für ein arroganter Arsch, Entschuldigung. Beschaffen Sie 50% des folgenden Jungs Ceratosaurus. Das habe ich, glaube ich, schon angefangen. Belohnung, den Dracorex. Ich möchte mal ganz, ganz kurz was machen. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier kurz mal machen muss, aber ich glaube, ihr findet auch, dass es ein bisschen leise ist, ne? So, jetzt haben wir es mal insgesamt mal ein bisschen lauter gemacht. Die Musik muss nicht ganz so laut sein. So, denn ich hatte das Gefühl, wo ich gerade eben mal die erste Aufnahme getestet habe, dass es ein bisschen leise gewesen ist, was die Leute da so labern. Gut, mir geht es um die Show und mit
diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Okay. Hey, der Typ ist ja... Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Ich würde sagen, die Kombination aus beidem. Fossilienzentrum. Wir sehen uns nochmal die Fossilien an. Wir sollen ja von diesem Ceratosaurus ein bisschen... Wir haben ja schon 60%. Wir können auch nochmal hier die DNA extrahieren. Ich meine, wir kriegen nicht viel dadurch raus, aber ich will es jetzt trotzdem mal machen. Wie lange braucht der jetzt hier? Komm, warte mal. Wir gucken uns jetzt erstmal an. Wir haben jetzt momentan 60%. Ich habe da bisher noch nie so wirklich drauf geachtet. Jetzt wollen wir mal hier das kurz mal machen. Und jetzt frage ich mich allerdings, warum jetzt die Quest von der Dua weg ist. Also sie ist ja vollständig weg, ne? Ist ein bisschen ärgerlich. Dass wir da das mit dem Triceratops-Genom jetzt leider nicht machen können. Ich bin momentan der Meinung, dass wir jetzt nicht unbedingt irgendwie... Also wenn das jetzt uns auch... Ah, es bringt uns 2%. 3%. Hey, immerhin. Ganz im Ernst. Immerhin hat es das Genom ein bisschen verbessert. Und bei ihm sind wir es auch schon bei 68%. Hm. Was kostet das alles hier, diese Sache? Komm, wir tun es hier noch den kleinen Struthiomimus, ja, weiterhin extrahieren. Why not? Und ich möchte jetzt eigentlich auch mal gucken, kann ich jetzt die Gehege auch mal verbessern? Das ist jetzt Zäune. Tor. Entwicklungslabor. Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Habe ich so etwas schon? Scheinbar nicht. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Okay. Die ist witzig. Sie müssen sich um ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Ich kann da nichts bauen, weil ich anscheinend zu nah an den, an der Gehegegrenze dran bin. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ich das nicht kann. Ich hätte es eigentlich wirklich gerne am Rand gemacht, aber... Dann halt nicht, ne? Wisst ihr was, dann machen wir das ganz einfach. Wir machen das jetzt mal hier hin. Bodenfotostation für Pflanzenfresser. Lecker Schmecker. Was ist denn mit dem los? Was ist denn der für ein Problem? Oh, seine Gesundheit ist ziemlich im Arsch, weil er ziemlich hungrig ist. Aber ich denke, wir haben uns jetzt darum gekümmert. Wir haben das Fresschen gefunden, guck mal. Ah, jetzt essen sie was davon. Nämlich deswegen ist ihre Gesundheit in den kritischen Bereich runtergegangen, weil die nämlich am Verhungern waren. Und das ist natürlich eher ungeil. So, jetzt heilt er. Sehr gut. Da bin ich jetzt nämlich gerade eben zum Glück von alleine drauf gekommen. Also, teilweise führen sie einen ganz, ganz gewaltig hier im Park. Und teilweise lassen sie dich mit diesen grundlegenden Sachen ein bisschen alleine. Ich soll jetzt den Ceratosaurus freilassen. Das ist bestimmt ein ganz toller Plan mit den kleinen Dingern da drin. Machen wir es doch einfach mal. Das wird bestimmt total günstig für unsere Tierchen hier werden. Oder für unseren lächerlichen Zaun, den wir haben. Deswegen wollte ich mir den Zaun hier mal angucken. Neu. Gebäude, Zäune. Aha. Vielleicht soll ich den Kollegen mal irgendwo anders... Ich kann diese Zäune anscheinend... Kann ich die Zäune upgraden? Nee. Ich kann Zäune nicht upgraden, so wie es aussieht. Hm. Warum auch immer das nicht geht. Das ist große Futterstation für Pflanzenfresser. Das ist die Futterstation für Fleischfresser. Die machen wir mal dahin. Ich meine, der hat ja auch gleich Hunger. So, der heilt jetzt.
Wir beobachten einfach mal weiter, was passiert, ne? Auf den bin ich jetzt echt gespannt. Ey, das wird garantiert super laufen. Oh Gott, ey. Wir werden jetzt garantiert gleich sehen, wie jetzt hier einfach mal ein Saurier reißt. Angriff 73. Das ist halt gleich schon mal ein richtig gefährlicher, ne? Lebensdauer 62, Belastbarkeit 21, Lebensfähigkeit 63%. Was auch immer diese Lebensfähigkeit ist. Okay. Mal gucken, was passiert. Er scheint guter Dinge zu sein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Glückliche Gäste. Darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Oh oh. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Du stehst nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis. Oh oh. Nein! Ah, das lief ja mäßig. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Wahrscheinlich. Oh, fuck, ey. Und jetzt, also ihm geht's gut. Ihm jetzt nicht mehr so sehr. Ja, und er ist halt nicht mehr weggelaufen. Ja, verfault. Gesundheit 0%. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Mit dem... Na, wahrscheinlich würde er einfach gefressen. Bauen Sie ein Fast-Food-Restaurant, versorgen Sie es mit Strom. Forschungsziel im Forschungszentrum Kleiderladen. Gucken wir mal, was wir da jetzt forschen können. Genetische Forschung. Alpin, Aussehenveränderung der Gene. Intuitives Lernen. Starke Heilung. Immunreaktion. Aggressives Verhalten. Grad eher nicht. Hakenwurmparasiten, medizinische Behandlung mit Pfeilen. Was tut das? Antiparasitikum. Ah. Gegen einen Hakenwurmbefall, das für die Verdauung der Dinosaurier optimiert wurde. Gebäude. Kleiderladen. Gut, dann forschen wir das mal. Und jetzt soll ich ein Fastfood-Restaurant bauen. Da ist es. Kann ich hypothetisch gesehen wahrscheinlich sogar hier hinsetzen. Hilfe, Leben und Tod. Dinosaurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagdkrankheiten oder durch Altersschwäche am Ende ihrer Lebenserwartung sterben. Ja, das war wohl dann eher, also Jagd war das auch nicht wirklich, denn der ist ja nicht mehr weggerannt. Die Lebenserwartung wird durch die Lebenserwartungseigenschaft eines Dinosauriers definiert. Diese kann durch genetische Modifikation verbessert werden. Tote Dinosaurier sollten von einem Transportteam entfernt werden, damit keine Krankheiten ausbrechen. I got it. Muss das jetzt hier gerade eben mal irgendwie drehen, damit das irgendwie sinnvoll wird. Da würde es hinpassen. Direkt neben dem Dingens da. Komm, hauen wir es einfach mal dahin. Bin ich jetzt schmerzbefreit. Direkt neben der wissenschaftlichen Anlage. Warum nicht? Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ja, werden wir ja. Keine Sorge. Okay, wie kann ich jetzt ein neues Kraftwerk bauen? Ein kleines Kraftwerk. Gibt nicht so viele Orte, wo ich ja sinnvoll was bauen kann, ne? Ja, ist ziemlich eingeschränkt, die, wie nah ich an andere... Ah, warte mal, so geht das sogar, krass. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was sie aus diesem Ort gemacht haben. Ah,
Ein Mast. Aha, aha, aha. Ich mach das jetzt. Hallo? So. Ich möchte den Auftrag annehmen, was impliziert, dass Sie das auch wollen. Richtig? Das ist die arrogant, ey. Das sind richtige. Also, Entschuldigung, aber keiner von denen ist mir bis jetzt wirklich sympathisch geworden von diesen Pennern. Artefakte aus der Urzeit. Wissenschaft. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums einen Krichtonsaurus. Ich habe einen Auftrag zum Ausgraben von einem Krichtonsaurus-Fossil. Ich schlage vor, Sie suchen in Grabungsstätten in der Gegend von Asien. Ja. Machen wir das doch mal. Und ich muss ja auch nochmal eine Straße hinbauen. So. Jetzt ist das Ding versorgt. Und ich muss jetzt allerdings erstmal dieses tote Dino-Dings da. Hallo? Geht wahrscheinlich nicht, weil es gerade eben noch keinen Strom gibt. Ich soll noch einen Kleiderladen bauen. Mir geht so langsam aber sicher die Kohle aus. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, jetzt erstmal das. Nee, nicht im Fossilienzentrum. Nein. Bauen wir es denn? Da. Und da. Ich muss es machen, dass ich irgendwie Kohle herbekomme. In Asien soll ich danach suchen. Ja, wenn das. Setzt weitere Expeditionszentren voraus. Warum? Also, ich meine, das hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter, hier diesen Huyayangosaurus hier zu finden. Warum kann ich jetzt nicht gezielt nach diesem Kriechtor suchen? Geht nicht. Toll. Oh, das sind Leute. Das sind Leute. Okay, ich brauche einen Kleiderladen. Das ist der Kleiderladen. Warum ist das alles so riesig? Das sind total übertrieben große Gebäude. Ganz im Ernst, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich anders gebaut. Dann hätte ich aber ganz anders gebaut. Na? Die genaue Einstellung ist manchmal ein bisschen ungeil. So, jetzt haben wir das hier. Brauchen nochmal einen Weg dahin. Ist jetzt angeschlossen. Schön. Kann ich jetzt... Oh. Der hat's auch weit gebracht, der Junge. Dinosaurierbewertung minus 7. Der ist ziemlich tot. Na, mein kleiner Killer. Wer ist unser kleiner Killer? Du bist unser kleiner Killer. Er scheint aber auch das andere zu fressen. Der Dingens ist weg. Der ist einfach weg. Okay. Beschaffen Sie einen Krichtonsaurus. Ja, wird schwierig. Eine Beobachtungsgalerie soll ich bauen. Wie geht das? Kleiderladen. Eine Beobachtungsgalerie. Aha, aha. Rangerstation. Verwaltungsansichten. Was ist eine Beobachtungsgalerie? Hilft mir gerade alles nicht weiter. Abreißen, Wege, Strom, Gäste, Betriebsgebäude, Fossilienzentrum, Forschungszentrum, Wissenschaftszentrum, Innovation, Sicherheit. Dann wird es wohl irgendwo was hier sein. Einschienenbahn, nee. Ich muss erst mal gucken, was es ist. Ein Hotel, ein Schutzraum, Souvenirladen, Fastfood. Kein Betriebsgebäude, Expedition, Fossil. Ich muss alles nochmal durchgehen hier gerade eben. Karte bringt mir nichts, Verwaltungsansicht bringt mir auch nichts. Was zum Teufel soll das sein, was ich da jetzt bauen soll?
kann ja auch verschiedene Wege bauen, wie man sieht, ne? Bauen Sie eine Beobachtungsgalerie und versorgen Sie sie mit Strom. Was du von mir wollen, Spiel? Ranger-Teams können losgeschickt werden, um Dinge zu reparieren. Kontrollraum? Vielleicht sagt mir der Kontrollraum ja, was ich tun soll. Gewinn pro Minute. Geil! 39.000, ey. So können wir bleiben. Der Laden läuft. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Wir können hier die Fossilien noch weiter pimpen. Machen wir jetzt auch mal. Forschung, Gebäude. Ist keines verfügbar. Gehege, Gebäude, Upgrades. SEO-Treffsicherheit. SEO-Helikopter. Verbesserte Leistung, Strom. Reduzierte Unterhaltungskosten, Strom-Upgrades. Was? Okay. Ausfallschutz, Strom-Upgrades. Erkundungseinheiten verhindern das Risiko eines Stromausfalls in aufgewerteten Kraftwerken. Um 10%. Erfolgsrate, Helmut Entwicklungslabor. Was ist das hier? Fossilienzentrum. Inventarplätze. Rangerstation. Ja, das sind alles so Dinge, die mich gerade eben nicht so wirklich vom Hocker reißen. Gehege. Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, was wir tun sollten. Beobachtungsgalerie. Kann ich ja, glaube ich, nicht machen, indem ich hier rumklicke. Ja. War eine super Idee, ihn da einzusperren. War die beste Idee, die wir jemals hatten. Also das ist ein Schutzraum. Das sind Souvenirladen, Fastfood, Kleiderladen. Was wollen die von mir? Ich fände es cool, warte mal, wenn ich irgendwie mal eine Hilfe. Gibt es sowas wie F1 Hilfe? Nein, gibt es nicht. Gibt es Mission, ein kommerzieller Park. Dinosaurier-Reichbarkeit. Zeigt an, wo Dinosaurier von Gästen beobachtet werden können. Ja, gerade nirgends, weil ich keine Beobachtungsgalerie habe wahrscheinlich. Und ich hätte gerne eine, aber ich weiß nicht, wie ich sie bauen kann. Und das Spiel verrät mir es leider nicht. Kosten zu teuer. Ach, wie geil. Lebendbeute-Futterstation. Ach, das hier. Forschung erforderlich. Das ist die Beobachtungsplattform. Forschung erforderlich. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Okay. Ach, das! Jetzt haben wir es endlich. Beobachtungsgalerie. Ja. Ach, du Scheiße. Guckt euch das mal an. Man kann das Ding dann also hier reinsetzen. Das ist bestimmt ein super Plan. Hier wäre es dann auch angeschlossen an das System. Dann bauen wir das jetzt mal. Jetzt habe ich es gefunden. Ey, da ganze Zeit wäre ich nie drauf gekommen, dass das jetzt nicht bei Gäste ist, sondern bei Zaun. Na gut. Leider hat es mir das Spiel vorher nicht verraten, deswegen haben wir es jetzt 5 Minuten umsonst damit rumgedödelt. Diesen Krichtonsaurus, wie soll ich den herbekommen? Aber wahrscheinlich dauert es einfach eine Weile, bis ich das machen kann. Ich bin jetzt echt mal gespannt, weil ich kann die Leute mir auch mal anschauen, ne? Na, ihr Lebendfutter? Schade, dass man die nicht anklicken kann. Ich fände das voll cool. Das sind die Wissenschaftler. Das Weg nicht verbunden. Ach so. Ja, man darf sich nie in Ruhe hier mal was angucken.
Nochmal einen breiteren Weg. Ach, wie geil. Ich muss jetzt hier tatsächlich außen rum. Dann gehen wir da noch hin. Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. Das ist bestimmt ein super Plan, hier so eine Treppe hinzumachen. Da, wisst ihr, das ist total sicher hier. Wenn jetzt hier ein Raptor rumlaufen würde, das ist total sicher hier. Ohne diese Scheibe. Ich meine, hier haben wir eine Scheibe. Oder haben wir da auch eine? Haben wir da auch eine? Ich glaube, wir haben da auch eine. Okay, es ist da eine. Aber trotzdem. Also auf den ersten Blick sah es so aus, als ob wir keine hätten. Aber jetzt haben die Leute jetzt immerhin hier mal, das hier. Was sagt jetzt der Kontrollraum? Wir machen Gewinn pro Minute 38.000. Das ist doch schon mal richtig schön. Soll ich eine Lebendbeute-Fotostation bauen? Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Ja, ganz toll. Futterstationen geben alle paar Minuten Nahrung frei, wobei Restbestände verworfen werden. Futterstationen müssen von Zeit zu Zeit von Ranger-Teams aufgefüllt werden. Große Dinosaurier brauchen mehr Nahrung als kleine. Wenn sich zu viele Dinosaurier eine Futterstation teilen müssen, könnten einige davon verhungern. Dinosaurier mit 0% Nahrung oder Wasser verlieren gegen Hunger, wegen Hunger und Dehydration an Gesundheit. Dies kann schnell zum Tod führen. Yep, das hier ist also total falsch und sollte gebulldozert werden. Also brauchen wir hier eine Lebendfotostation. Wisst ihr was, wir machen das hier direkt vor dem menschlichen Auge. Also so richtig in your face. Unser Betriebsgebäude? Nee, ist es nicht. Ist es unter Gäste? Nee, ist es nicht. Wo ist es denn hier? Landschaftsverwaltung? Nein, ist es auch nicht. Wege ist es auch nicht. Wo war denn das nochmal? Gehege? Ach, es ist unser Gehege. Hier, Lebendfutterstation. Hier so direkt. Guckt euch an, wie das Monstrum ein Tier frisst. So in etwa. Guten Appetit, die Damen und Herren. Dazu gibt's Popcorn. Na du? Wo ist er denn, mein kleiner Killer? Da hinten ist mein kleiner Killer. Oh. Mission abgeschlossen. Ein kommerzieller Part. 1 Million und den Dracorex. Der ist nun verfügbar. Hey, gut gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich und die Besucherzahlen spiegeln das wider. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein, nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Was soll denn dieser blöde Dialog gerade? Ach Gott, jetzt läuft die Ziege so rum. Mäh. Ja, das wird sehr, sehr mäh für dich enden. Ich dachte eigentlich, dass die dann hier so rumläuft, aber okay. Naja gut, es ist trotzdem cool für die Leute zu sehen, dass das Vieh dann quasi jetzt hier rauskommt und dann läuft die Ziege halt so rum und dann wird sie von irgendwas schnabuliert. Was kann ich jetzt machen? Expeditionskarte. Habe ich jetzt mehr freigeschaltet? Nee, habe ich nicht. Triceratops, Dracorex. Ach, den Dracorex. Okay. Dann sollen die das mal machen. Den habe ich jetzt noch nicht wirklich, aber ich habe das Potenzial. Oh! Na wohl bekommt's! Na, das ist aber ein hübscher, ne? Guck mich nicht so an, ey. Ist alles gut. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Hilfestellung für das Leben, Unterhaltung. Brüten Sie einen Hammond, erfolgreich einen Dinosaurier, was? Erfolgreich einen Dinosaurier aus. Hier fängt alles an, aber wieso sollten wir bei einer Nachbildung aufhören, wenn wir Mutter Naturs Kreation verbessern können? Brüten Sie einen Hammond in einem, erfolgreich einen Dinosaurier aus. Irgendein. Okay. Und was kann, wie groß ist dein sozialer Bestand? Also, Bestand, sozial. Soziale Gruppe 0 bis 3. Ja, 0 vor allem. Braucht also nicht unbedingt einen Buddy.
Wisst ihr was, wir machen nochmal so einen. Dinosaurier ausbrüten. Das könnte interessant sein, so einen Triceratops auszubrüten, aber... Boah, das ist schweineteuer. Der kostet mich nur 30.000. Dann mache ich 70.000 Gewinn. Diese 70.000 nehme ich gerne mit. Ja, der wird jetzt direkt mal als Lebenfutter konzipiert. Es sei denn, ich verändere das Gehege. Ich könnte jetzt hier also sozusagen hier das so gestalten. Ja, ich will den jetzt hier mal erstmal so ein bisschen einzäunen, den Kollegen. Also direkt durchs Wasser, ne? Das geht nicht, weil es verbaut ist. Achso, bis hier geht's. Okay. Und den ist unter Strom setzen, ist bestimmt ein super Plan. So, jetzt machen wir dazwischen noch ein Tor. Würde ich mal sagen. So, jetzt können die nämlich theoretisch dann so dazwischen hin und her laufen. Theoretisch, aber ich möchte halt, dass der jetzt ja nicht unbedingt jetzt gleich auf den anderen losgehen können. Beide Seiten haben Wasser. Hier ist auch schon das Grünfutter drin. Er hier hat sein Fleisch. Trog mit Lebendnahrung. Ist trotzdem ein sehr, sehr limitierter Platz. Kann ich das irgendwann mit diesem Platz eigentlich erweitern? Ach so, jetzt kann ich ihn rauslassen. Ein Struthiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Noch einer? Also gut, das ist der zweite dieser Art, den wir jetzt haben, aber... Egal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen davon. Ich glaube, wir könnten... Wir haben 1,5 Millionen. Ich bin echt am Überlegen, warte mal, wir sollten auch noch mal was irgendwas für die Gäste machen. Ein Souvenirladen haben wir. Was ist das hier? Fast Food, genau. Ein Souvenirladen, der bringt auf jeden Fall ganz schön was an Kohle. Ich finde das doof, dass hier ausgerechnet diese Stromkabel da durchlaufen müssen. Und ich finde auch diese Einschränkung der Orte, wo ich was bauen kann, ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich kann es hier hinbauen. Ach ja. Why not? Nee, warte mal, ich will den Weg hier setzen. So. Jetzt haben wir den Weg da dran. Auch wenn das alles ein bisschen komisch ist hier mit diesem... Eigentlich hätte man nur sagen können, dass der jetzt hier so überlappt. Okay, das sieht aber schon ein bisschen schäbig aus, oder? Also finde ich jetzt persönlich. Aber egal. Da hätten sie es einheitlich gestalten können, dass der Boden da so ein bisschen gleich ist. Die gehen jetzt hier in diesen Kleiderladen. Bin mal gespannt, ob ich dadurch jetzt mehr Kohle mache, sobald das Ding fertig ist. Die verschwinden einfach in dieser Tür. Also die Leute bewegen sich super, aber ganz im Ernst, sie hätten es wenigstens so machen können, dass die Tür sich dann, dass sie entweder offen steht oder dass sie sich halt bewegt. So, wie sieht es jetzt aus? Kontrollraum. Wir machen 59.000 jetzt pro... Pro Dingens. Das ist ein ordentlicher Schub. Pro Minute. Unser Park hat auch schon eine ganz, ganz ordentliche Bewertung. Eine überraschend gute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die reagieren, glaube ich, jetzt gar nicht mehr aufeinander, ne? Nehme ich mal an. Schutzraum. Hotel.
Gar nicht übertrieben von der Größe her, ne? Kann ich wahrscheinlich auch nirgendwo hinsetzen. Direkt mal so ein fettes Hotel, Bams, hier hin. Nee, geht nicht. Da wird's hingehen. Was? Es würde gehen. Will ich das wirklich? Nee. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Umkreis wirklich einfach nur der Strom ist. Kann das sein? ICU-Zentrum, Gehege, Verwaltungsansichten. Zeigt an, wo die Gäste Schutzräume benötigen. Hier. Hier würden sie einen Schutzraum benötigen. Was ist denn so ein Schutzraum? Genau, packen wir ihn da rein. Nein. Wir machen hier so einen Schutzraum hin. Egal, den kann ich direkt da so hinsetzen. Komm, dann haben wir jetzt einen Schutzraum. Dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was ist jetzt los? Was ist das für ein Problem? Er ist erkältet. Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Dann stirbt er im Schnupfen. Oh, der geht aber schnell kaputt, der Junge. Ja, was kann ich jetzt machen, um das hier zu beheben? Gibt es dazu eine Information? Irgendwie etwas, was ich tun kann? Wahrscheinlich muss ich wieder mit diesem ACU-Team da jetzt loslegen. ACU-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Er hier. Weitere Aufgabe fest. Vielleicht ist das ja so sinnvoll. Im schlimmsten Falle betäube ich ihn jetzt und er geht jetzt hier K.O. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn jetzt betäube. Okay. Bis jetzt haben sie ihn nicht. Das sind echte Profis. Puh. Oh Gott. Jetzt haben sie ihn. Und jetzt? Jetzt ist er betäubt. Ja, was soll ich denn jetzt mit diesem betäubten Vieh tun? Soll ich ihn jetzt transportieren oder was? Bewegen, entfernen, verkaufen. Nee, das ist es wohl eher nicht. Ich glaube, ich war völlig falsch. Ich brauche wahrscheinlich eher... Ranger-Station, das wollte ich gerade eben gucken. Behandeln. Dinosaurier infizieren sich in regelmäßigen Abständen mit Krankheiten, die ihre Gesundheit gefährden können. Rufen Sie mit M die Karte auf, um Krankheitsausbrüche schnell feststellen zu können. Wählen Sie mit R ein Team der Ranger-Station aus, um erkrankte Dinosaurier manuell zu behandeln, oder geben Sie einen Behandlungsauftrag. Ranger bringen Dinosaurier Medikamente, die ihnen mittels Betäubungsgewehren von ihrem Fahrzeug aus verabreicht werden. Ah, eine Rain. Boah, Riesenteil. Habe ich vielleicht sogar schon Ranger? Nee, habe ich noch nicht. Wir haben alles, nur keine Ranger-Station. Ich muss gerade mal gucken, wo ich das Ding überhaupt noch hinsetzen kann. Außerhalb des bebaubaren Bereichs. Wollt ihr mich veräpfeln? Da kann ich das hinbauen. Boah, ist ja gar nicht übertrieben teuer oder so. Gut, jetzt haben wir immer die Ranger-Station. Das heißt, der arme kleine Kerl wird ja gleich nochmal eine Runde betäubt. Wobei die Frage ist halt, wie lange ist der noch betäubt? Er ist noch betäubt. Er denkt sich auch, lecker, da liegt ein Schnitzel rum. Das würde nicht mal wegrennen. Warum endet der Weg hier eigentlich? So, wie lange braucht ihr noch? Solange ich das jetzt hier gerade eben baue, kann ich ja nochmal nachgucken, was hier abgeht. Also wir machen immer noch gerade eben hier ordentlich Gewinn. Wir haben wieder ein paar Fossilien gefunden. Was ist denn das?
keine Dinosaurier-DNA zum Extrahieren. Okay, verkaufen. Oh, geil, einen Dracorex. Ja, komm, tun die DNA extrahieren. Das wäre auch Dracorex gewesen, ist egal. Machen wir jetzt beides. Kann ich das beides gleichzeitig machen? Ne, ist einfach bloß ein Auftrag. Okay. Eins nach dem anderen quasi. So, jetzt haben wir eine Ranger-Station. Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen. Dinosaurier medizinisch. Achso. Wählen Sie markierte Objekte in der Welt aus, um sie im Ranger Team zuzuweisen. Die ihn da. Verstanden. Ach, die wissen dann schon, was sie machen müssen. Cool. Direkt mal medizinische Behandlung starten. Oh Gott! Sie hören aber auch schon eine interessante Musik, die Leute. Und sie mögen es, so wie es aussieht, Offroad zu fahren. Der zielt die ganze Zeit nach hinten. Was für ein Profi. Diese Tore sind auch mega sicher, ne? Eigentlich müsste man so ein Doppeltorsystem machen. Einfach hier so ein Tor, dann hier so mal so ein Zaun, dann nochmal ein Tor. Das wäre sehr viel sinnvoller. Beobachten wir mal, wie das geht. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Mhm, schön. Bauen, verbinden und mit Strom versorgen. Hotel. Wir brauchen weitere Gebäude. Dieser Auftrag ist ein guter Anfang. Sehen Sie ihn sich an. Warum will sie, dass wir jetzt ein Hotel bauen? Das würde doch eigentlich... Okay, sie will, dass wir natürlich Geld herbekommen, aber... Das würde doch jetzt eigentlich eher für den Isaac sprechen. Egal, wir nehmen es an. Hier sind nicht nur die Dinosaurier am Leben. Die Anlage selbst ist eine Art Organismus. Sie muss wachsen. Würde ich durchaus gerne in die Tat umsetzen, aber mein Raum ist derzeit ordentlich beschränkt. Also gut, die kleine Dino, der ist so krank, dass er jetzt inzwischen schon ein ordentliches Gesundheitsproblem hat. Sag mal, sind die doof? Der liegt! Bei der Musik würde ich auch nicht treffen, ey. Kann ich das Ding ja selber steuern? Fahrzeug lenken, ey. Betäubungsgewehr. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Ich sehe es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Fahr mal näher ran. Geht ja mal gar nicht. Produkt getroffen. Nötige Behandlung verabreicht. Gut, Gesundheit wird erhöht. Der war aber auch gut getarnt, ne? Also ich kann mit der Handbremse fahren, okay. Fahren wir mal ein bisschen rum. Will ich mal zu dem anderen reinfahren? Mal gucken, was passiert. Ach, ich kann Fotos machen. Hey, komm, wir machen mal ein Foto. Wo ist denn jetzt der Kollege? Also die Musik ist schon sehr grenzwertig. Wo ist denn mein kleiner Cerato? Ich höre ihn irgendwo links. Würde mich aber auch super sicher fühlen, ey, wenn ich den jetzt hier suchen würde, ne? Da ist er. Wow! Der findet uns nicht so geil. Und jetzt? Der hat uns ernsthaft gerade eben gerade weggeschoben, ne? Der hat auf uns reagiert. Wow! Hohoho! Auch nicht schlecht. Ceratosaurus läuft. 6800 Kompositionsbonus. Mehrere Dinosaurierbonus. Nein. Vielfältigkeit. Okay, wir bekommen dadurch Geld. Wow! Wow! Der greift wirklich an! Können meine Teams dadurch sterben? Ich hoffe es nicht. Auffüllen. Schließe auffüllen ab. Eieieiei. Ich will fotografieren, wie er frisst.
Oh oh. War doch! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn... wenn der uns angreift. Also, er scheint ja schon Menschen fressen zu können. Was ich natürlich zutiefst verurteile. Jagt er jetzt? Wo ist denn jetzt die blöde Ziege? Da. Auf ein neues. Ach Mann. Okay, ich hätte sehr viel näher ran müssen. Na gut, meine lieben Freunde, dann machen wir das halt beim nächsten Mal oder irgendwann in der Zukunft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch vor allem was. Ja, vor allem lasst euch nicht fressen. Seid keine Ziege! Denn die werden gern mal gefressen, meine Freunde. Also, macht's gut, ne? Tschüssi und Ade!